So, starten wir in das nächste Böller-Set. Wir haben jetzt 13.20 Uhr oder so. Genau. Nico-Frösche. Oha. Was kommt da? Was ist denn das für Müll? Schau dir das mal an. Ja, eher schwach, würde ich sagen. Guck gerne hinterher. Also die hüpfen gar nicht mehr. Absolut. Was ist das? Keine Ahnung. Okay, ja. Also das ist der größte Müll überhaupt. So, Dump und Black Edition. Machen wir jetzt mal hier 3 Stück von denen. Schauen ordentlich aus, sind aber leider nicht ganz so gut. Verbrenner. Aha. Ja. Ja, geht so. Kloppen nur bessere auf die Teile. Ja. Okay, der war schon besser, okay. Dann stelle ich einen hin. Ja, gut. Die Teile sind ganz okay. So, jetzt haben wir hier die Cobra 3R von Di Blasio. Jetzt schauen wir uns die mal an. Eine machen wir dann später im Dunkeln. Genau. Ohr piept. Oha. Oha. Stark die Teile. 10er Trueno. 10er Trueno. Jetzt wird es richtig laut wieder. Genau. So, ein bisschen weiter davor. Genau, die ziehen wir jetzt. Die mal wieder an. Geht's. Junge, also die schallen ja wirklich. Und noch den letzten. Oh. Ja, Schall. Heftiger Schall. Geil, geil, geil. Machen wir gleich zum Vergleich. Mal schauen wir mal, was die dagegen auszurichten haben. Die Cobra P1 vielleicht. Machen wir mal 2 von denen auch. Genau. Im direkten Vergleich zu den 10er. Bisschen leiser würde ich nicht sagen. Nicht viel schlechter, aber ein Stück heller. Drücken aber trotzdem extrem. Nummer 2. Weiter geht's mit P1. Megatresk extra. Mo macht schon auf. Machen wir auch 2, oder? Genau, 2 davon. Das reicht. Stehen wir wieder hin, das Stativ. Steinhart die Teile. Hast du mein Herz an? Ja, jo. Ich mach meinen in Zwischenzeit. Boah. Ungefähr 1 Gramm ist das heftig. So, jetzt mach ich meinen. Junge, dann geht's gleich weiter. Jeder 2? Ja. So viel willst du da machen für den? Ja. Wie passt, Hause. Anreiben oder? Nein, ich zünd's einfach an. Ganz normal. Ja. Brennen sehr lange.
brennen wirklich sehr, sehr lang, die Teile. Weiter geht's mit P1. Mega Trösk. Wieder ein, wieder. Ab geht's. Here we go. Die Teile wirklich sehr, sehr geil. So, Weko-Kubis. 3 Stück in der Packung. Mo macht schon auf. Ich würde die immer hinstellen. Das machen wir alle. Sehr geil. Und ich mache auch noch einen. Mach mal rechtzeitig, oder? Ja, genau. 3, 2, 1. Meine ist nicht angegangen, Ade. Und noch. Ja. Schön ganz ordentlich. Schön ganz gut, ja. Von der Bomb. Alter. Ich schalte bis ganz nach hinten. Boah. Kleinen Siemanko hinterher, oder? Ja, genau. Siemanko hinterher. Sind wir mal. Leider unter dem Baum bin ich hier gestanden, aber. Heftig auch. Nicht vielleicht ein geil. Stück leiser, aber nicht viel. So. Okay. Oh no! Leider hier rüber geflogen. Der Schall! Junge, Junge! Also die sind nach wie vor heftig, da machen wir nachher dann noch eine. Thunder Rocket nochmal. Auf geht's. Also das ist mit Abstand das geilste Pyrofactory Produkt. Die Teile sind echt heftig. 2 Euro pro Rakete, absolut. So, dann haben wir hier die QB Blizzard von Leslie. Machen wir jetzt mal 3-4. Wo starten die QB Blizzard? Nicht schlecht. Sehr dumpf. Noch einen. Ja. Wow. Krass. So, ab geht's. Also die sind jetzt wieder extrem laut. Genau. 4,5 Gramm haben die, glaube ich, oder sogar 5 Gramm. 5 Gramm wahrscheinlich sogar. Ja. 4,5 Gramm, ne? So, noch mal einen, gell? Also das war bisher das lauteste so. Alter Schwede. Sprengen wir irgendwas? Was willst du denn sprengen? Das da zum Beispiel? Ja. So, jetzt den zweiten Exploder 5 innerhalb von Rauchspurgeschwader. Also ich glaube, da ist Rauchspur nicht mehr viel übrig. Ja. Das Rauchspurgeschwader hat es, glaube ich, komplett zerfetzt. Und einen Krater haben wir auch noch. Ja. Junge, ja. 1000 Schnipsel. Okay, Leute, so, das war's wieder mal mit dieser Mischung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War richtig heftig. Und wir drehen jetzt gleich den nächsten Teil.
Like und Abo nicht vergessen. Haut rein. Ciao, Leute.